Ich habe da jetzt schon mal was vorbereitet, weil es ein bisschen mehr Arbeit zu tippen heute ist. Also schon mal die Includes und eine Struktur zum Speichern von Knoten für einen Binärbaum mit kurzen Strings. Ich habe jetzt mal 8 Zeichen reserviert. Wir schreiben als erstes eine Funktion zum Erzeugen eines Elements. Ich nenne es createStringNode. Und wir übergeben einen ConstantCharacterPointerName. Wir prüfen als erstes ab, ob Name überhaupt gesetzt ist. Wenn nicht, dann geben wir null zurück. Ansonsten legen wir uns einen tbin-tree-string-pointer, also ein Knotenelement an. Ich nenne es jetzt root. Wir allokieren mit malloc. Und hier ganz einfach, wir haben eine statische Struktur, das heißt size of tbin-tree-string. Ich mache das Fenster erstmal zu. Falls das root gesetzt ist, dann kopieren wir und jetzt hier mal zur Sicherheit, dass der String nicht überschrieben wird, String n copy, kopieren in root Name unseren Namen und eben maximal 8 Zeichen und zur Sicherheit, weil wir malloc verwenden, setzen wir root Name das letzte Element noch auf 0. Dann haben wir immer einen sicheren String in dem Element. Wir setzen noch den linken Nachfolger auf null, den rechten Nachfolger auf null und geben unser erzeugtes root zurück. Schauen wir mal, ob das übersetzt. Ja, passt soweit. Also einfache Hilfsfunktion, um einen Knoten zu erzeugen. Ich möchte das Ganze jetzt erstmal rekursiv mit Ihnen lösen. Das heißt, wir fügen einen Knoten ein und wir verwenden wieder eine lokale Variable, um die Wurzel zu speichern. Das heißt, wir geben als erstes ein tbin-tree-string-pointer zurück. Das ist unsere Wurzel. Ich nenne es addStringNodeRec für rekursiv. Wir übergeben die Wurzel ein tbin-tree-string-pointer root und einen constant character name. Wollen also ein Element anlegen. Machen das gleiche wie gerade eben, falls Name nicht existiert, gibt es kein Element. Der erste Schritt, wie gerade eben gezeigt, wenn die Wurzel leer ist, setzen wir einfach die Wurzel auf unser create-string-node. Ansonsten müssen wir prüfen, ob wir links oder rechts uns weiter bewegen. Das heißt, wir vergleichen string-compare unseren Namen gegen die Wurzel. Wenn der Name kleiner ist, dann wollen wir uns links weiter bewegen. Das heißt, wir setzen unsere linke Wurzel gleich dem addStringNode rekursiv. Wir geben die linke Wurzel und unseren Namen. Wie ist das Ganze jetzt zu lesen? Nun ganz einfach. Wir fügen auf der linken Seite jetzt den Namen ein. Das heißt, wir teilen das Problem jetzt auf ein linksseitiges Problem. Wenn die root left nicht gesetzt ist, dann setzen wir die root left. Das heißt, wir müssen ja etwas in den Baum eintragen. Der Rückgabewert ist unser Zeiger auf das neu gesetzte Element bzw. auf die Wurzel. Das heißt, wenn die root left nicht gesetzt ist, dann tragen wir da das neu gesetzte Element ein. Wenn root left gesetzt ist, dann werden wir uns jetzt weiter im Baum nach unten bewegen. Und wichtig ist, dass unsere Funktion natürlich die Wurzel zurückgibt und nicht nur das neueste Element, sonst würden wir den Baum mit jeder rekursiven Iteration natürlich überschreiben. Für den anderen Fall, dass unser Comp größer 0 ist, machen wir das Ganze auf der rechten Seite.
Also wir gehen auf der rechten Seite im Baum weiter und versuchen da den Namen einzutragen. Wenn Name gleich ist, das ist jetzt das Wichtige, dass wir alle drei Fälle hier abfangen, dann machen wir nichts und das ist eigentlich schon abgedeckt. Das heißt, wir geben einfach unsere Root zurück. Okay, wir schauen uns das jetzt gleich mal im Hauptprogramm an. Wir legen uns ein t-bin-tree-string-pointer, eine Wurzel an. Ich nenne sie wieder root. Ich mache eine Art string-node-rekursiv und ich trage als erstes mal in die root, die hier natürlich zunächst leer ist, mal den Michael ein. Und damit wir uns noch rechts und links bewegen, sage ich jetzt noch einmal ein Add String Node Recursive, unsere Root, machen als nächstes den Werner und ich kopiere das nochmal. Wir tragen noch den Anton ein. Wir springen jetzt das erste Mal in den Knoten rein, in Add String Node. Name ist gesetzt. Wurzel ist natürlich null, das heißt, wir erzeugen jetzt einfach root mit create string node. Ich springe über die Funktion hinweg. Wir kriegen unseren Michael angelegt, wir kriegen die beiden Nachfolger auf null und geben das Ganze zurück und tragen natürlich jetzt in unser Main auch die Wurzel richtig ein. Wenn wir jetzt das zweite Element einfügen, den Werner, dann kommt der Vergleich. Werner ist natürlich größer, das heißt, wir werden auf die rechte Seite gehen, also comp. Das comp ist 10, der Unterschied zwischen dem M und dem W. Das heißt, wir werden rechts weitergehen. Ich springe jetzt hier nochmal rein, dann sehen wir jetzt gleich, wird rekursiv die Funktion nochmal angelegt. Jetzt übergeben wir unseren Werner. Die Wurzel ist natürlich null, rechts war ja leer. Das heißt, wir erzeugen wieder unseren Knoten, springen raus und haben in unserer Vorgängerversion den Knoten Werner bei Michael eingetragen. Also wir sehen jetzt hier, Nachfolger rechts ist unser Werner. Wenn wir rausspringen, haben wir quasi den Baum in der Wurzel auch entsprechend erweitert. Wir machen das gleiche nochmal mit dem Anton. Wir springen rein, Name ist gesetzt, wir vergleichen. Das A liegt davor, wir müssen auf die linke Seite gehen. Das heißt, wir springen linksseitig rein. Wir haben wieder die Eigenschaft, links ist leer. Erzeugen den Knoten, geben den Knoten zurück und mit dem Rücksprung tragen wir auf der linken Seite unseren Knoten ein. Wir haben jetzt Michael, Werner und Anton eingetragen. Das heißt, man sieht ganz schön, dass unsere Funktion das Problem des Baumerstellens jetzt aufteilt rekursiv in immer wieder das gleiche Schema. Wir können uns jetzt vorstellen, bei weiteren Tiefen teilen wir immer wieder das Problem in die zwei Hälften rechts und links auf. Ich möchte mit Ihnen jetzt auch noch einmal die iterative Variante anschauen, die wir gerade in der Vorlesung gesehen haben. Auch hier, wir geben einen t-bin-tree-string-pointer zurück. Ich nenne das jetzt einfach @string_node. Unseren T drin, bin Tree String, Wurzel und unseren Namen. Also wieder falls nicht Name, return null. Ansonsten prüfen wir jetzt auch wieder als erstes die Wurzel. Falls die Wurzel nicht gesetzt ist, dann kürze ich das jetzt mal hier ganz einfach ab. Return create string node, dann setzen wir damit automatisch die Wurzel. Im zweiten Teil müssen wir uns eine Laufvariable anlegen. Ich nenne die jetzt auch einfach wieder index, idx ist gleich unsere Wurzel und wir machen jetzt hier mal einfach so lang die existiert. In der Vorlesung hatten wir die Endlosschleife, das würde natürlich genauso hinhauen. Solange
IDX existiert. Wir brauchen den Vergleich. Int comp ist gleich String compare, genau wie gehabt. Das neue Element mit IDX Name. Wenn das comp gleich 0 ist, wir fangen das hier mal gleich ab, dann springen wir raus. Das heißt, wir beenden die Schleife, geben unsere Wurzel zurück. Wenn das comp kleiner 0 ist, dann müssen wir auf die linke Seite gehen. Wir schauen, ist links besetzt, falls Index left, dann ist unser Index gleich Index left. Mehr gibt es nichts zu tun. Falls eben nicht, dann ist links leer, das heißt IDX left ist gleich unser create String Node. Wir tragen unseren neuen Knoten hier ein und geben die Wurzel zurück. So, und jetzt haben wir quasi schon die Bedingung comp einmal verglichen. Wir können das comp jetzt quasi im else-Zweig, muss es ja größer sein. Das heißt, im else-Zweig können wir das Ganze einfach nochmal rechtzeitig vornehmen. If IDX right, dann gibt es da bereits einen Knoten oder ein Blatt. Wir gehen also auf die rechte Seite weiter. Ansonsten tragen wir bei der rechten Seite, wir haben einen Platz für unser neues Element gefunden. IDX right ist create string node und tragen dort den Namen ein. Und natürlich geben wir auch hier die Wurzel zurück. So, das war jetzt die rechte Seite, rechter Vergleich. Jetzt haben wir noch das While. Und damit der Compiler nicht schimpft, dass ein Return fehlt, machen wir am Schluss nochmal ein Return Root. Schauen wir mal, das passt. Jetzt haben wir das Ganze iterativ gemacht. Wir können jetzt einfach nochmal einen zusätzlichen Knoten einfügen. Und im Prinzip brauchen wir auch gar nicht mehr die Wurzel, aber ich kopiere das jetzt trotzdem mal. Add String Node ohne Rekursiv. Wir haben den Anton eingefügt. Ich werde jetzt mal die Zille einfügen. Die kommt dann auf jeden Fall nach dem Werner. Und wir fügen noch die Bertha an. Die kommt nach dem Anton. So, wir gehen mal gleich in die iterative Funktion rein. Wir schauen uns wieder den Stack an. Wir sind im Main, wir haben Anton und Werner angelegt, wollen jetzt die Zille anlegen. Das heißt, wir springen in die iterative Funktion, der Name ist vorhanden, die Wurzel ist vorhanden. Wir nehmen unsere Laufvariable, unser Index ist Michael. Wir vergleichen, der Name ist größer, Z kommt später, wir müssen also rechts einfügen. Das heißt, wir gehen auf die rechte Seite, wir schauen, existiert schon rechts. Ich springe mal hier rüber, es ist schon vorhanden. Wir nehmen jetzt unser nächstes Element, das ist jetzt der Werner, als Laufvariable. Wiederholen, vergleichen. Das ist wieder größer, das Z kommt nach dem W. Das heißt, wir gehen wieder auf die rechte Seite. Diesmal ist die rechte Seite frei. Das heißt, wir tragen da unseren neuen Knoten, die Zille ein. Geben die Wurzel zurück und haben jetzt, was man jetzt hier gar nicht mehr im Main nachverfolgen kann, haben jetzt quasi das nächste Element eingefügt. Man sieht es jetzt quasi nur noch hier an den Werner, dass hier noch ein Nachfolger eingetragen ist. Ja, und das gleiche können wir nochmal mit der Bertha machen, die vor den Anton kommt. Das heißt, wir nehmen wieder die Wurzel, vergleichen. Wir müssen auf die linke Seite gehen, links ist besetzt. Wir holen uns den Anton als neuen Index, vergleichen gegen den Anton, die Bertha ist größer, das heißt, wir müssen wieder rechts eintragen, rechts ist frei, springen einfach drüber, das heißt, tragen rechts die Bertha ein. Damit wir jetzt sehen können, wie unser Programm funktioniert, machen wir auch noch die Ausgabe, das heißt, wir schreiben uns eine
kurze Prozedur, Printpre zur Ausgabe. Sie soll nichts verändern, das heißt, sie bekommt Constant Tbin Tree String Pointer. Ich nenne es jetzt hier wieder Wurzel, übergeben. Wir machen es rekursiv, das heißt, falls die Wurzel existiert, geben wir rekursiv Print Tree die linke Seite. Wir wollen von links nach rechts ausgeben aus. Dann haben wir die komplette linke Seite ausgegeben. Das ist das Schöne bei der Rekursion. Das heißt, wir müssen uns darum nicht mehr kümmern. Geben jetzt unseren Namen aus. Ich mache es jetzt mal wieder mit Komma getrennt. Das ist einfacher. Jetzt haben wir unser Element ausgegeben und dann geben wir noch die ganze rechte Seite aus. Und damit ist die Ausgabe auch fertig. Jetzt können wir die Ausgabe nochmal einfügen. Print Tree. Gut. Ich setze den Breakpoint hier hin. Machen wir den nochmal weg. So, wir haben den Baum erstellt. Ich springe einmal kurz drüber. Wir kriegen alphabetisch die Ausgabe, obwohl wir natürlich nicht alphabetisch eingefügt haben. Schauen noch mal kurz rein. Sieht man nämlich noch mal ganz schön die Aufteilung. Das heißt, unsere Print-Tree-Funktion kriegt den Michael als Wurzel, geht aber jetzt erstmal zum Anton. Das heißt, wir springen jetzt links rein, sind jetzt im Anton. Wir gehen noch mal links in den Anton, obwohl da jetzt schon die Null steht. Kehren also gleich wieder zurück, geben den Anton aus und springen jetzt nochmal auf die rechte Seite und landen bei der Bertha. Geben da auch nochmal links aus, obwohl das Null ist. Geben jetzt die Bertha aus, gehen auf die rechte Seite, die ist Null. Kehren wieder zurück und haben jetzt den ganzen Baum von der Wurzel, also die ganze Anton-Seite ausgegeben. Ja, und jetzt kommt unser Michael, die eigentliche Wurzel. Und jetzt springe ich wieder drüber. Sie haben das Prinzip wahrscheinlich erkannt. Wir geben jetzt die komplette rechte Seite aus. Wir fügen noch ein paar mehr Elemente ein. Einfach, dass man diesen Tausch auch mal links und rechts noch sieht. Ich möchte jetzt noch den Udo einfügen. Der kommt quasi vor den Werner, den Hubert. Interessant sind jetzt gerade die letzten Elemente. Wir schauen jetzt das nochmal an, wenn der Baum schon ziemlich gewachsen ist. Das heißt, das Einfügen vom Thomas. Der Thomas muss natürlich nach der Steffi eingefügt werden. Das heißt, wir schauen jetzt mal, was passiert. Wir starten bei der Wurzel. Unser Index ist der Michael. Wenn wir vergleichen, wir müssen natürlich auf die rechte Seite gehen. Jetzt ist rechts natürlich besetzt. Wir haben rechts den Werner. Der Vergleich ist natürlich negativ. Das heißt, wir müssen jetzt wieder auf die linke Seite gehen, davor den Thomas einfügen. Die linke Seite ist schon besetzt. Wir haben links den Udo stehen. Das heißt, wir schauen jetzt auf den Udo. Wir müssen allerdings links einfügen. Links ist besetzt mit der Steffi, das heißt, wir gehen auf die Steffi, vergleichen, wir müssen nach der Steffi einfügen und rechts ist jetzt frei, das heißt, wir tragen da den Thomas ein. Und wir machen vielleicht das gleiche nochmal mit der Valerie, aber da nochmal rekursiv, da kann man das auch sehr schön betrachten. Das heißt, wir teilen das Problem erstmal auf. Wir vergleichen die Valerie gegen den Michael. Und es ist natürlich klar, wir müssen danach einfügen, also auf die rechte Seite gehen. Jetzt springen wir rekursiv nochmal hinein. Sehen jetzt den Vergleich auf der Ebene von Werner, wieder Udo und Zille. Gegen Werner verglichen, V kommt davor. Das heißt, wir müssen links gehen. Wir springen rein, vergleichen jetzt gegen den Udo, wir müssen nach dem Udo, V kommt nach U, das heißt, wir müssen wieder rechts gehen,
Rechts ist jetzt hier der Knoten noch nicht gesetzt, das heißt, wir tragen hier den Knoten ein, die Valerie. Und jetzt sehen wir ganz schön, wie sich dieses Problem immer aufgeteilt hat. Wir sind jetzt in AddStringNode rekursiv bei der Ebene Udo. Wir haben in der nächsten Ebene den Werner und ganz oben den Michael und springen jetzt eben immer jeweils mit der Wurzel wieder raus. Das heißt, wir landen jetzt wieder bei der Ebene vom Michael und kehren wieder ins Hauptprogramm zurück. Ja, als letztes möchte ich noch kurz das Löschen der Wurzel ansprechen. Wir sollten ja den Speicher wieder freigeben. Das heißt, wir machen ein Delete Tree Root. Die Prozedur Delete Tree werden wir auch wieder rekursiv anlegen. Wir haben ein tbin Tree String Pointer Root. Diesmal nicht constant, weil wir die Wurzel natürlich verändern. Falls die Wurzel gesetzt ist, dann gehen wir doch ganz einfach wieder mit Delete Tree erstmal auf die linke Seite. Bei Print würden wir jetzt ausgeben oder beim Verarbeiten würden wir jetzt das eigentliche Element verarbeiten. Das machen wir nicht. Wir löschen jetzt einfach noch die rechte Seite. Und damit wirklich gelöscht wird, können wir jetzt das Wurzelelement löschen. Und damit sind wir fertig. Wir brauchen jetzt also keine temporäre Variable wie bei der Liste. Ganz einfach, indem wir das Löschen ganz nach hinten schieben. Wir durchlaufen links, rechts und dann löschen wir das eigentliche Element. Und wir sollten natürlich im Hauptprogramm die Root dann auch auf Null setzen. Das heißt, ich springe jetzt mal hier hin. Wir haben die Liste einmal ausgegeben. Können auch noch mal auf den Heap schauen. Sind alle Listenelemente auf dem Heap dargestellt. Wenn wir jetzt in die Funktion Delete Tree reinspringen und ich springe jetzt einfach mal über die komplette linke Seite, dann sehen wir, dass alle alphabetischen Elemente vor dem Michael gelöscht werden. Das heißt, wir haben jetzt nur noch die nach M inklusive dem Michael. Jetzt löschen wir alle rechtsseitigen Elemente. Und jetzt bleibt der Michael übrig. Jetzt löschen wir den Michael und der Heap ist wieder komplett gelöscht. Wir sehen im Stack natürlich noch, dass unser Root im Main noch auf etwas zeigt. Also hier nochmal gezeigt die Gefahr, wir müssen den Pointer unbedingt auf Null setzen, dass wir ihn nicht versehentlich noch weiter nutzen. Wir haben jetzt rekursive Varianten kennengelernt. Gerade das Ausgeben und das Löschen war rekursiv implementiert. Sie können sich gerne mal Zeit nehmen und überlegen, wie man das iterativ lösen kann. Hier ist tatsächlich die rekursive Variante die erheblich einfache Variante, weil das Durchlaufen eines Baums nicht wie bei einer Liste eine Laufvariable benötigt, sondern eben auf jeder Ebene, je nachdem, ob ich rechts, links gehe, mir die Entscheidung merken muss, bin ich rechts, bin ich links gegangen. Eine Implementierung iterativer Art, das Verarbeiten eines Baums iterativ, bedeutet, dass ich über einen Stack mir merken muss, welche Elemente ich bereits besucht habe und welche noch nicht. Hier nochmal auf der Folie dargestellt der Baum, den wir gerade eben erstellt haben. Ja, was sind jetzt die Vorteile des Binärbaums? Natürlich, wie bei der verketteten Liste, haben wir die maximale Größe eben nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt. Der Binärbaum ist prinzipiell immer sortiert. Also wir haben uns die reinen Sortiereinfügefunktionen angeschaut. Man findet im Rahmen der Analyse von Programmiersprachen oder von Sprachen allgemein oder von Dokumenten gerne auch Binärbäume, die Hierarchien darstellen. Dann wird nicht sortiert, sondern nach Hierarchie eingefügt. Wir haben natürlich einen sehr schnellen Zugriff dank der logarithmischen Ordnung. Die Nachteile sind jetzt, dass für C das gleiche wie bei den Listen gilt. Wir müssen also Binärbäume selbst implementieren. Es gibt keine standardisierte Implementierung. Und natürlich geht die Reihenfolge der Elemente verloren. Und was wir gesehen haben, wenn wir nicht balancieren, dann kann es im Extremfall diese logarithmische Ordnung sprengen und wir kriegen wieder eine lineare Ordnung. Und die typische Anwendung ist natürlich globaler Speicher für Anwendungsdaten. Also wir werden Binärbäume eher selten für temporäre Speicher verwenden. Wenn eine Sortierung vorliegt, dann häufig die Anwendungsdaten genau in dieser Sortierung im Binärbaum im Speicher.
Wir schauen jetzt im nächsten Video noch ein bisschen in die Thematik der Dateien hinein, die wir dann in der nächsten Vorlesung abschließen werden. Bis gleich.